1900 bedrohte eine Reihe von Brandanschlägen in Yorkville auch den einige Jahre zuvor eröffneten Wankels Hardware Store sowie das Leben seiner Besitzer, die in einer Wohnung hinter dem Geschäft lebten. Glücklicherweise warnte Prince, der Hund der Familie, diese vor dem Rauch und den Flammen, die rund um das Gebäude loderten. Familie Wankel und die anderen Bewohner des Gebäudes kamen mit dem Leben davon und das Geschäft der Wankels floriert seit 115 Jahren. Wankels Hardware Store eröffnete im Jahre 1896 auf der Third Avenue. Damals lebten hauptsächlich deutsche Einwanderer in der Gegend. Das Geschäft wurde von Bernhard und Elisabeth Wankel gegründet, deren Eltern bereits in die Vereinigten Staaten eingewandert waren. Zur Stammkundschaft des Geschäfts zählten hauptsächlich Bauarbeiter und Handwerker. Am besten verkauften sich damals einfache Holzeimer, in denen Arbeiter Bier von den deutschen Brauereien der Gegend nach Hause trugen. Im Laufe der Jahre hat sich viel verändert. Biereimer aus Holz werden nicht mehr angeboten. Catherine Wankel, die Urenkelin von Bernhard und Elisabeth, führt den Familienbetrieb jedoch weiterhin. Sie und ihre Mitarbeiter wurden für ihre offenen und sozial engagierten Anstellungspraktiken ausgezeichnet. So stellt sie zum Beispiel internationale Flüchtlinge, vormals Obdachlose und inhaftierte Menschen sowie Personen mit Behinderungen an.